Zwei Jahrzehnte nach dem Mord an Simone Strobel aus Hausen werden in Australien neue Beweise geprüft. Die 25-jährige Backpackerin war 2005 im australischen Lismore umgebracht worden. Unter Verdacht steht ihr damaliger Freund. Bisher reichten die Beweise nicht. Zur Anhörung reisten auch Strobels Geschwister nach Sydney. Meine Schwester hat mich großgezogen. Wir hatten eine sehr enge Bindung und sie wurde mir gewaltsam weggenommen. Sie war eine liebenswerte Person, die das Leben genossen hat. Sie freute sich auf das Abenteuer Australien. Ihre Familie und ihre Freunde vermissen sie immer noch so sehr. Die Ermittler belasten erneut den heute 43-Jährigen. Eine Richterin muss jetzt über einen möglichen Prozess entscheiden.